Austrian Airlines, das Personal klagt über Druck von Vorgesetzten. Dann Norse wird größter Langstreckenanbieter am Flughafen Berlin-Brandenburg. Dann Arcor wird grün, gibt zumindest eine grüne Rate. Da gibt es Punkte für, müsst ihr euch anmelden. Von den 2000 türkischen Gastarbeitern, oder wie soll man das nennen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, die Kolleginnen und Kollegen sollten ja unterstützenderweise tätig werden bei der Gepäckabfertigung zum Beispiel. Was ist daraus geworden? Und wir haben noch für euch einen Deal mit der Lufthansa aus Nordamerika nach Dubai. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch in so einer frühen Stunde denkt einfach dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentieren. Ja, habe ich das gesagt? Ja, alles habe ich gesagt. Vier Sachen müsst ihr beachten, einfach so. Stammtisch am 12.09., ich erwähne es für alle nochmal. Wer daran teilnehmen möchte, kann auch ein Los erwerben und kann so dann vielleicht an einem dieser... Ja, was soll ich sagen? Sachen, die dort vorgestellt werden. Vielleicht hat man Glück und man gewinnt etwas. Preise von mehreren 100 Euro zumindest. Nichtsdestotrotz, Austrian Airlines ist immer wieder ein Thema. Und zwar ist es so, das Personal von Austrian Airlines hat Druck. Und der Druck ist so, dass man da mit der Geschäftsleitung sprechen möchte. Und zwar... ist es so, dass die Corona-Variante Omikron dazu führte, dass viele der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter krank waren und damit mussten die, die verblieben waren, natürlich dafür einspringen. Und man will auch wieder das Angebot im Winter hochfahren, hatte es aber ja aufgrund der Omikron-Welle herunterfahren müssen. Auch andere Schwestergesellschaften, aber auch die Austrian selber haben halt ihre Flugpläne auch anpassen müssen, weil sie halt nicht genug Personal haben. Die Stimmung ist durchaus angespannt. Das hatte die Vorstandsvorsitzende Annette Mann ja auch letzten oder vorletzten Monat irgendwann mal gesagt. Und man möchte halt einfach auch diesen Gehaltsverzicht nicht mehr wirklich haben. Und die hohe Inflationsrate, die setzt natürlich deutlich mehr Druck. Viele fliegende Mitarbeiter von Austrian brachte der Kickstart natürlich wieder volle Dienstpläne. Und viele haben sich als unfit to fly gemeldet, weil sie einfach gesagt haben, ist zu hoch die Belastung. Die Zahl der Meldungen ist ein Vielfaches höher als diese übliche Quote, das berichten Insider. Und so ist es bei Austrian Airlines, dass man dort eine Variante gewählt hat, die etwas unglücklich ist, um es mal so zu sagen. Denn weil es um Sicherheit geht und gestresstes und übermüdetes Kabinenpersonal eigentlich auch für uns Passagiere natürlich nicht gut sind, abgesehen davon, dass es halt wirklich ein Sicherheitsproblem sein kann, müssten sie diese Mitteilung begründen und erklären, warum sie nicht den Dienst angetreten haben. Und dann gibt es da so eine Art Sondermeldekopf, wie man das bei der Bundeswehr nennen würde, die diese Meldung auswertet, um da halt Dilemma oder Probleme zu erkennen. Die Lufthansa-Tochter hat dann wegen der Überlastung, sind halt viele Meldungen gekommen. Aktuell werden viele fliegende Kollegen und Kollegen zu sogenannten Fürsorgegesprächen geladen. Und selbst wenn man sich aufgrund der inzwischen unfliegbaren Dienstpläne auch nur einmal als unfit gemeldet hat, muss man bei der Führungskraft vorsprechen. Die Gewerkschaft WIDA sieht das natürlich etwas problematisch, weil sie dann sagt, das würde einen gegenteiligen Effekt auslösen. Und diese Gespräche sind zwar zur Prävention gedacht und dienen dazu, um rechtzeitig Gesundheitsprobleme oder andere Probleme festzustellen und dann Abhilfe zu schaffen. Und jetzt will man das halt einfach machen, dass man diese Überlastung halt versucht zu vermeiden. Aber das Problem ist einfach, dass Piloten, Pilotinnen, aber auch Kabinenpersonal dieses Gespräch nicht wirklich als Möglichkeit der Therapie sehen, sondern einfach als Druck empfinden. Warum? Ganz einfach, weil es natürlich so ist, dass der Vorgesetzte die Gespräche führt und nicht unbedingt eine Fachkraft, die damit betraut ist und auch weiß, was sowas bedeutet. Und man geht auch davon aus, dass diese Gespräche eher dazu dienen,
dass dort Druck aufgebaut werden soll. Weil wir wissen ja selber, wie es ist. Wenn man natürlich sagt, fühle ich mich heute nicht gut, ich weiß es nicht. Und dann sagt man, nee, ich fühle mich nicht gut. Und dann weiß man, ich habe so ein Gespräch. Dann ist das natürlich unglücklich, dass man da dann hin muss. Und das Problem ist halt einfach, wie es halt in der Wirkung ist. Austrian Airlines sagt natürlich, hey, dass das natürlich nicht die Intention ist. Und wenn es in Einzelfällen dafür so aufgenommen wird, ist das natürlich ein Problem. Aber es ist halt nicht so, dass das von uns aus beabsichtigt ist, weil es dient halt wirklich der Fürsorgepflicht, die man hat, dass man der nachkommt und da halt schaut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut versorgt werden. Spannend unter dem Artikel waren dann natürlich auch die Kommentare. Ich finde es jetzt ein bisschen, man muss sie ein bisschen mit Vorsicht lesen. Also nach 2 Jahren des Nichtstun ist man natürlich auch schnell wieder erschöpft von 80 Blockstunden im Monat. Ich kann verstehen, dass der Arbeitgeber da helfen will, um die bereits nach 3 Monaten des Normalbetriebs erschöpften Mitarbeiter zu unterstützen. Und dann war eine Antwort, man sollte natürlich mit einer Kellnerin am Boden sprechen, was Stress ist. Ja, also das sind halt wirklich Sachen, die kann man jetzt so nicht sagen. Also ich denke mal einfach, wir sollten auf beiden Seiten etwas Toleranz üben und da ja jetzt nicht so hart urteilen. Wo ich aber hart urteile, das ist bei dem Thema Fluggesellschaften und das ist Norse. Norse wird größter Langstreckenanbieter am Berliner Flughafen und der Berliner Flughafen leidet ja darunter, dass ihn wirklich keiner ja ernst nimmt, soll ich das sagen, oder wahrnimmt oder wie auch immer, weil da kommt ja nichts. Also man kommt ja nirgendwo hin nach Nordamerika oder solche Sachen direkt, zumindest nicht sehr viel. Es gibt ja diese Scoop-Verbindung, aber nach Asien. Also insofern ist Norse jetzt da jemand, der im Billigsegment da ankommt. Man kennt das Konzept ja eigentlich von Norwegian. Und es ist dasselbe, nur in einer anderen Farbe. Die Leute, die da mitspielen, sind ja auch irgendwie alle bekannt aus dieser Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns da nicht drüber lästern. Vielleicht haben sie ihr Ding jetzt im Griff. Und New York, Los Angeles, aber auch Florida sollen angeflogen werden. Und das Langstreckenangebot soll auch starten, ist ja auch dann gestartet. Mittwochabend sollte der Erstflug nach New York sein. Freitag geht's nach Los Angeles und ab dem 7. September, ab dem 7. Dezember drei Flüge pro Woche nach Fort Lauderdale in Florida. Björn Torre-Larsen sagte dies in Schönefeld. Berlin wird unser neues Zuhause. Norse wird im BER zum größten Anbieter von Langstreckenflügen. Das Unternehmen macht in Schönefeld vor allem United Airlines Konkurrenz. Die US-Fluggesellschaft fliegt seit März ebenfalls vom BER nach New York und zum Flughafen Newark. Ja, das nochmal was zur Fluggesellschaft. Die Fluggesellschaft wurde im vergangenen Jahr gegründet, besitzt laut Konzernchef Larsen 15 eigene Flugzeuge. Ich habe sie auch in Oslo gesehen teilweise. Die 787er, als sie noch eingemottet waren, sind auch in Oslo registriert. Man weiß, dass man in einer schwierigen Zeit gegründet wurde, so sagt Larsen. Doch das Unternehmen habe in der Corona-Krise vergleichsweise günstig die Flugzeuge kaufen können. Und die Geschichte kennen wir dann. Immer wieder kritisierten natürlich auch Wirtschaftsverbände, dass man von da aus nirgendwo hinkommt. Aber das wird ja besser. Dann gibt es noch die Hainan Airlines, die ja geflogen, fliegt von Berlin aus nach Peking. Man kann natürlich sagen, okay, das gab es ja schon in Tegel, aber es ist doch gut, dass der Flug wieder aufgenommen wird. Was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, hey, besser eine Billigfluglinie, die übrigens gar nicht so billig ist, wenn man das so sich anschaut? Oder sagt ihr, doch lieber mit der guten deutschen Lufthansa und ihr erwartet von der Lufthansa, dass sie ab Berlin fliegt? Also was ist da eure Meinung? Aushilfen. Da sollten ja die deutschen Flughäfen unterstützt werden. Und Frankfurt hat schon gesagt, nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Aber München und Nürnberg sagen, ja, wir machen das. Und man hat ja diese chaotischen Zustände Anfang Juni. Ab und zu hat man sie ja auch noch. Und daraufhin hat ja die Bundesregierung 2000 Aushilfskräfte aus der Türkei angeheuert und das erlaubt. Nun sind in München und Nürnberg nach Angaben des Branchenverbandes BDL 60 bis 65 Aushilfen, also für beide Flughäfen zusammen, im Zulauf, wenn ich das mal so sagen darf. Die ersten können
in den nächsten Tagen, ja, sie können kommen. Der zweitgrößte Flughafen erwartet in München 45 Aushilfen aus der Türkei, weil man jede helfende Hand gebrauchen kann. Die Aushilfen sollen vor allem Koffer und die Gepäckbänder betreuen, heißt also, dass man die Koffer ein- und auslädt und die Koffer auf die Gepäckbänder legt, beziehungsweise die Koffer in die Wagen legt, damit sie in die Flugzeuge kommen. Und andere Aufgaben im Innendienst des Bodenverkehrsdienstes sollen auch übernommen werden, aber nicht direkt an den Flugzeugen arbeiten. Also doch nicht ins Flugzeug. Falsche Info von mir. Heißt also, sie sollen halt nur dieses Gepäck rein raus legen. Vor dem Hintergrund erwarteter Verkehrszuwächse sucht die Flughafentochter Aeroground weitere feste Mitarbeiter. Sie müssen im Schichtdienst körperlich schwer arbeiten, kriegen aber 14,38 Euro pro Stunde plus Zuschläge, plus Weihnachtsgeld, plus Fahrtkosten, Zuschuss. Heißt also nach Hause. Bewerber rennen uns nicht die Bude ein, wird gesagt. Also insofern, die Aushilfen seien vom Personaldienstleister in der Türkei vermittelt worden und müssten bis zum 6. September, nee, November. Ich weiß nicht, warum ich November nicht sagen kann. Oder Dezember. Also auf jeden Fall 6. November wieder ausreisen. Flughafen Nürnberg ähnliches, aber da ist der Lohn mit 12,50 Euro etwas niedriger. Zusatzqualifikation für Rollstuhlservice oder mit Führerschein für Flugzeugschlepper gäbe es mehr. In Nürnberg seien zurzeit Stellen bei der Gepäckabfertigung, Reinigung und Winterdienst, Check-in und Ladenverkauf offen. Außerdem in den Bereichen IT, Technik und Bauzeichnung seit Dezember seien rund 150 Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden. Fraport, wie ich gesagt habe, hat da keinen Bock drauf. Die sagen, es fehle an den Flughafenerfahrungen und Deutschkenntnisse. Man habe aber trotzdem 1000 Leute in Frankfurt am Flughafen einsacken können als neues Personal. Fraport ist glücklich. Ja, was soll ich noch sagen? War es ein Rohrkrepierer von 2000? Haben wir wie viel? 65? Ja, lustige Geschichte. Deutschland halt wieder. Nachhaltiges Reisen. Und zwar Accor. Accor, wir träumen vom Entschleunigen und vom grünen Abenteuern entlang mit Bäumen gesäumten Radwegen an der frischen Luft. Also das ist Poesie vom Feinsten, aber worum es wirklich hier geht, ist, lassen wir gemeinsam den Traum der nachhaltigen Zukunft wahr werden. Accor hatte sich zum Ziel gesetzt, die Verwendung von Einwegplastik bis Dezember 2022 einzustellen, um bis 2050 eine einzigartige CO2-freie Hotelinfrastruktur zu schaffen. Das ist sehr gut und man kann das so machen, dass man diesen grünen Wandel spüren und erleben kann, wenn man Mitglied bei All Accor Life Limitless, also ALL, All Life Limitless, 500 Prämienpunkte extra, gültig bei Buchen bis zum 15. September für einen Aufenthalt von mindestens 2 Nächten zwischen dem 15. August und dem 15. Oktober. Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist toll oder ist das einfach nur wieder Greenwashing? Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es bei Starwood, da gab es ja 500 SPG-Punkte, die übrigens 1500 Marriott-Punkte wert waren und sind. Und als es zu Marriott ging, gab es auch nur 500 Marriott-Punkte, also man hat es um den Faktor 3. Wenn man das Housekeeping nicht benutzt hat, also heißt, wenn man 2 Nächte oder mehr übernachtet hat, ab dritten Tag war es, glaube ich, Pflichtveranstaltung, da konnte man halt wirklich, wenn man sagt, hey, ich mache heute kein Housekeeping. Nur die Frage ist, ist das ehrlich so, dass das Öko ist oder ist das einfach nur, weil man halt Personal sparen möchte? Und das finde ich dann schwierig. Also wenn man das wirklich Öko machen will, warum gibt man nicht einfach 1000 Punkte oder bei Marriott dann die ehrlichen 1500, die es beim SPG waren, die ja immer noch ein Bruchteil von dem sind, was beim Housekeeping gezahlt wird. Also insofern, ich wollte es euch nur melden. Und es gibt natürlich nicht alle Hotels, die daran teilnehmen, aber es gibt einige Ibis-Hotels, Merkur-Hotels in Deutschland, Berlin City, Berlin Wittgenberg, Dortmund, Hannover, Kaiserhof, München, City Center, aber auch Novotels, also da gibt es eine ganze Liste. Gibt ein PDF, Sofitel Frankfurt, München, Bayern Post, um da noch die Sofitels zu nennen. Pullman habe ich auch gerade gesehen, und zwar das Pullman Dresden Neva. Das kann man auch benutzen. Und zum Schluss, auch an so früher Stunde, haben wir einen Deal, so ein Deal. Und zwar geht es mit der Star Alliance von Los Angeles nach Dubai. Und zwar kostet die ganze Bude keine 2200 Euro. Der Flug geht in der Buchungsklasse P. Tickets müssen vor dem 30. September ausgestellt werden. Und was gibt es noch zu sagen? 14 Tage vor Abflug muss man buchen. Und Abflug darf erst wieder am ersten Sonntag nach Ankunft sein.
3 Monate Maximalaufenthalt. Es gibt kostenlose Stopover in Frankfurt, Zürich, Genf, aber auch in München. Ticket ist nicht refundable und Änderungen natürlich auch des Tickets möglich. Aber ihr wisst ja, wie immer, Ticketgebühr, also so diese Umänderungsgebühr, kommt natürlich dazu. Und ganz, ganz wichtig bei der Lufthansa, Preise können nach oben gehen. Jetzt kommt es aber drauf an, wie viele Punkte ihr haben wollt. Sagen wir doch einfach mal, ihr fliegt von Los Angeles nach München, dann weiter nach Dubai. Achtet drauf, wenn ihr das bucht, dass ihr dann auch auf Lufthansa Flügen seid, damit ihr auch von der Promotion noch partizipieren könnt, 50% mehr Meilen. Und dann von Zürich nach von München nach Dubai und dann auf Rückweg vielleicht über Zürich. Ich habe das einfach mal so gemacht. Wenn ihr euch die Punkte anschauen wollt, Air China wie immer mit ganz vielen Punkten. Die haben 42.906 Punkte, dann 26.666 bei Air China. Aber ihr seht das ja hier selber in der Tabelle. Miles & More hat mit ganz vielen anderen Partnern wie Singapore Airlines, Thai, Egypt, aber auch Scandinavian Airlines 17.776 Punkte. Und wieder eine Warnung. Eigentlich kann ich immer Air New Zealand als Warnung geben und United, also ich kann das, ich muss da mal auf den Grund gehen vielleicht, aber nichtsdestotrotz seht ihr ja, wie viel meinen. Es gibt Onipon 12.422 und wie ihr gesehen habt an den kleinen Einblendungen, ist das Ganze natürlich bei Where to Credit angeschaut worden. Danke, dass ihr heute Morgen so früh bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, kommentiert und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle wie immer, denkt an unseren Stammtisch. Ach, Stockholm, 6. November, da machen wir einen Ausflug. Jetzt ist November richtig. Da können wir auch nochmal was schauen, wenn ihr da teilnehmen wollt. Ich glaube, ich werde meinen Link unten reinsetzen in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch in dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr mich gerne per WhatsApp kontaktieren oder auf einem anderen Weg. Also bis dann, danke und ciao.